Ja, moin, liebe Teens. Richtig klasse, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, mit euch heute gemeinsam Markus Kapitel 11 anzusehen. Ich hoffe, ihr habt Markus Kapitel 11 gelesen. Wir biegen sozusagen auf die Zielgerade ein. Markus Kapitel 11 berichtet uns nämlich von einer interessanten Kontroverse. Und zwar haben wir einmal Jesus, der auf einem Esel sitzend in Jerusalem hineinreitet und ganz viele Menschen, die ihm zujubeln und sagen, ey, du bist unser King, wow, du hast es richtig drauf, wir sind so dankbar für das, was du in unserem Leben gewirkt hast. Und auf der anderen Seite findest du dann, dass Menschen bereit waren, darüber nachzudenken, Alter, wie können wir Jesus um die Ecke bringen und ihn einfach ermorden? Und das ist das Spannende an dem Leben von Jesus. Also, du konntest an Jesus nicht einfach so vorbeigehen. Also, wenn du mit Jesus konfrontiert warst, dann hast du ihn entweder geliebt oder gehasst. Und genauso wie Jesus sozusagen richtig viele Follower hatte, hatte er aber auch richtig viele Hater. Also Jesus, du musstest irgendwie eine Meinung haben. Du konntest nicht einfach so an ihm vorbeigehen. Und das ist total spannend, weil es uns zeigt, dass Jesus nicht wie ein Fähnchen im Wind war, sondern Jesus hatte eine Meinung. Jesus wusste, wer er war und was seine Werte waren, was ihm wichtig ist und wofür er sein Leben einsetzen wollte. Und ich hoffe, dass auch so für dich, du befindest dich gerade genau in dieser Zeit, wo, man sagt so im Teenie-Alter, wo man für sich ganz besonders einfach so, Schlussfolgerungen und Überzeugungen in sich verankert, wer man ist und wer man auch natürlich sein will und was man vom Leben erwartet. Und deshalb schauen wir uns ja auch das Leben von Jesus an, weil das so inspirierend ist. Und ich feiere das, dass es Menschen gab, die Jesus so geliebt haben und dass es Menschen gab, die ihn einfach gehasst haben. Beides sehen wir im Markus Kapitel 11. Und dann kommen wir zu dem Kernpunkt von heute. Und zwar stelle ich mir das so vor, wie so eine Begebenheit. Es heißt ja, dass Jesus so ein Wanderprediger war und er war unterwegs und mit ihm waren seine Jünger, also die, die an ihm glaubten, die ihm folgten. Und dann laufen sie an einem Feigenbaum vorbei. Entschuldigt. Und während sie an diesem Feigenbaum vorbeigehen, heißt es, dass Jesus sich diesen Baum anschaut und entdeckt, Mann, da sind ja gar keine Früchte dran. Und dann, oh, was für ein Schreck. Jesus verflucht diesen Feigenbaum und sagt, an dir soll niemand mehr in Ewigkeit essen. Tags darauf kommen sie wieder an diesem Baum vorbei und ratet mal, dieser Baum ist verdorrt. Ihr habt es ja gelesen, der Baum ist verdorrt. Und die Jünger waren total perplex. What? Wie kann das denn sein? Dieser Baum? Jesus, gestern hast du noch gesagt, ja, du hast diesen Baum verflucht, hast gesagt, an dir soll nie wieder Frucht sein. What? Hier, guck mal, einen Tag später sehen wir schon die Realität dessen, was du gestern gesprochen hast. Und dann finden wir in Markus Kapitel 11, ab Vers 23, folgende Worte. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich erkläre euch jetzt mal den Glauben Gottes. Ja, manche Übersetzung, da steht es, habt Glauben an Gott, aber im griechischen Urtext, also in der Originalversion des Markus-Evangelium, heißt es, habt den Glauben Gottes. Also Jesus erklärt den Glauben Gottes. Und jetzt möchte ich dich mal kurz auffordern, dass du dir einen kurzen Moment nimmst. Du siehst jetzt hier neben mir den Bibelvers eingeblendet und schau einfach mal, wie häufig das Wort sagen oder sprechen
vorkommt. Ja, wie häufig kommt dieses Wort vor? Einmal so über den Text fliegen. Na, und? Also wenn ich richtig gesehen habe und geschaut habe, kommt dieses Wort 4-mal vor. Ja? Jesus spricht davon, dass du zu dem Berg sprechen sollst. Du sollst zu den Problemen in deinem Leben sprechen. Und du sollst in deinem Herzen glauben, dass das, was du sprichst, dass das geschieht. Also du sollst an die Macht deiner Worte glauben. Wieso sollst du an die Macht deiner Worte glauben? Naja, ganz einfach. Wie hat Gott nochmal die Welt erschaffen? Richtig, mit seinen Worten. Ja? Das lesen wir übrigens auch in Hebräer 11. Ja? Also wir verstehen, dass Gott durch Dinge, die man nicht sehen kann, also Worte, Worte kannst du mit deinen visuellen Augen nicht sehen, aber damit hat Gott die Welt erschaffen. Also Worte sind sehr, sehr mächtig. Deine Worte sind sehr, sehr mächtig. Und wenn Jesus das weiter ausführt, sagt er, du sollst glauben, dass das geschieht, was du sprichst. Also glaube an die Macht deiner Worte. Und das wäre sozusagen diese Schlussfolgerung für heute, dass du nicht leichtfertig mit deinen Worten umgehst. In Sprüche 18, Vers 21 heißt es, Tod und Leben, ja, also beides, Tod und Leben liegt in der Macht deiner Zunge. Also durch deine Worte kannst du entweder Leben hervorbringen oder Tod. Und wenn wir uns dann manchmal reflektieren, was für Worte wir über uns selbst aussprechen und welche Worte wir über andere aussprechen, dann können wir entdecken, ob wir Leben hervorbringen oder eben den Tod. Ja, und ich möchte dich einfach so ermutigen, dass du das einfach für dich einfach mal so reflektierst und sagst, okay, warte mal, was wäre ein richtig gutes Bekenntnis? Also was wären richtig gute Worte, die ich sprechen könnte über mich und über das Leben von meinen Freunden, meiner Familie und so weiter. Ja, und das wäre dann auch schon die Challenge für diese Woche, dass du dich einmal fragst, warte mal, was für Worte spreche ich über mich und über meine Freunde aus? Und die Challenge wäre, dass du dir ein gutes Bekenntnis überlegst. Ja? Ich zum Beispiel, um ein ganz praktisches Beispiel gerade ganz aktuell zu nehmen, ich befasse mich gerade mit dem Thema Finanzen. So, das ist ein Thema, womit ich mich lange Zeit nicht so intensiv auseinandergesetzt habe. Aber ich habe mir gesagt, ich will nicht unwissend über dieses Thema sein. Es mag sein, dass dich dieses Thema gerade aktuell gar nicht so interessiert, aber das ist bei mir so brennend. Und dann habe ich überlegt, okay, warte, was sind meine Glaubenssätze? Was glaube ich tief in meinem Herzen über Geld, über Finanzen? Weil die Bibel sagt, wie der Mensch in seinem Herzen glaubt, so spricht er. Und somit habe ich angefangen, ein neues Bekenntnis auszudrücken. Was ich über Geld glauben will, was ich über Finanzen glauben will. Genau, das wäre so meine Challenge für dich diese Woche, dass du dir ein Thema vornimmst und einmal überlegst, okay, was glaube ich darüber bisher und was will ich in Zukunft darüber sprechen und zum Ausdruck bringen. Und genau, das war heute Markus Kapitel 11, ein kleiner Einblick in diese Lebensgeschichte von Jesus. Nächste Woche wollen wir uns dann Markus Kapitel 12 anschauen und das bitte wieder lesen. Und dann wünsche ich dir jetzt erstmal eine richtig gute Woche. Bis dann. Ciao.